Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sappel Republic Works and Resources. In der letzten Folge haben wir wie ein bisschen zugesehen, dass das Gewächshaus und die weiteren Industrien fertiggestellt werden. Das Zugverteilungsbüro für die Ölprodukte wurde fertiggestellt und die beiden Lager für das Sägewerk wurden ebenfalls fertiggestellt. Und der LKW, der ja die Baumstämme zum Sägewerk bringt, ist auch schon unterwegs. Nur dass sie, damit wir mit den Baumstämmen auch schon mal ein bisschen Geld verdienen, hole ich noch mal einen weiteren offenen LKW und transportiere mit denen dann die Baumstämme vom Holzfällercamp runter zum Frachtdepot. Von dort aus, wo wir dann die Baumstämme zur Grenze bringen. Und das Ganze nennen wir dann Holztransport. Holztransport Nummer 2. Und dann sagen wir hier im Verteilungsbüro Bescheid, großes Freilager, da haben wir es, dass er jetzt auch Baumstämme mitnehmen soll. Bei einer Kapazitäts- oder ne, stellen wir das wieder auf 0. Und dann müssten die eigentlich auch dann bald abgeholt werden. Und der holt jetzt einmal Bauholz von der Grenze und noch einmal Lebensmittel. Was würden wir denn jetzt eigentlich bekommen, wenn wir jetzt die Baumstämme zur Grenze bringen? Also unter Holz müssen wir da gucken, ist das hier eingetragen. Holz. Kauf 6 Rubel. 6 Rubel und ein halber, also 6,5 Rubel. Und für den Verkauf ungefähr 6 Rubel. Immerhin besser. Also 50 kommt hier hin zum zukünftigen Sägewerk und die andere Hälfte wird dann sozusagen erstmal ins Ausland verkauft. Oder ins Ausland gebracht, um dort ihn zu verkaufen. Dürfte zwar kein hoher Gewinn sein, aber immerhin ein bisschen etwas, weil jeden einzelnen Rubel, den wir sozusagen kriegen können, bringt uns weiter. Gut, dann machen wir die Straße hier schon mal weiter fertig. So dass die LKWs, die hier runter zum Frachtdepot fahren, zumindest zu 90% etwas zügiger sozusagen unterwegs sind. Und dann müssen wir auch nach und nach darauf achten, dass wir hier auch regelmäßig neue Bäume nachpflanzen. Der hat jetzt Bauholz gebracht, das wird jetzt geladen. Damit können dann die weiteren Bauwerke fertiggestellt werden. Hier wird jetzt zum Beispiel ein Laden Stahl gebracht. Hier fehlt auch noch ein Fitzel. Dürfte hier wahrscheinlich auch noch, ja. An beiden Baustellen fehlt noch ein kleines Stück. Und dann sind die Verteilungsbüros fürs Frachtdepot auch schon fertig. Dann können wir damit anfangen, das Holz oder später die Baumstämme, das verarbeitete Bauholz sozusagen, hier abholen oder hierher bringen und dann eben verkaufen. Hier ist ja auch noch ein Wohnhaus, was noch nicht komplett fertig ist. Braucht nur noch ein paar Teile, auf jeden Fall noch ein, zwei Ladungen, auch jetzt noch Fertigungsplatten und einmal eine kleine Ladung Stahl. Dasselbe haben wir dann auch unten hier, haben wir noch das Gewächshaus. Braucht noch jede Menge Ziegel, ansonsten noch ein bisschen Fertigungsplatten, ein bisschen Bretter und auch ein bisschen Stahl und dann kommt der nächste Bauabschnitt. Und die zusätzlichen Fabriken und Lagerhäuser natürlich. Und der Schneeflug müsste eigentlich hier eigentlich auch schon langsam gebaut werden, aber weiß jetzt nicht, warum hier kein LKW hier rankommt. Auch so wegen niedriger Priorität. Können wir auf Mittelstil stellen. Noch ein Wasserkraftwerk. Das wollten wir dann später dafür verwenden, um die Straßenbahn, die dann irgendwann hier verkehren soll, mit Strom zu versorgen.
doch los. Und jetzt noch einmal die Ladung die Doom. Jetzt mal die Frage, ob wir jetzt auch immer genügend vorrätig haben. Nur eine halbe Tonne. Wir hätten nur noch zwar 70%, aber warum wir den nicht mitnehmen, kann ich mir nicht erklären. Müssen wir erstmal hier im Depot erst Bescheid sagen, dass er keine Doom mehr mitnehmen soll, sondern erstmal nur Kraftstoff. Vielleicht noch die Lagermenge ein bisschen begrenzen. Fällt mir nicht so ganz. Naja, putter jetzt erstmal nur Öl ab. Oder Kraftstoff besser. Mir fehlen jetzt noch ein paar Fertigungsplatten. Die dürfen wir schon bald hingebracht werden. Das war nur ein Zement-LKW. Ist der LKW auch noch gar nicht hinzu, zugewiesen, dass die letzten Baumaterialien sozusagen liegen sollen. So, die Statistiken sind auch ein bisschen interessant. Wir haben knapp fast 7000 Arbeitslose, was ist ja auf der Karte zu sehen. Hier bei uns in unserer Stadt haben wir gerade mal 7 Arbeitslose. Wenn das eine Wohnhaus auch mal fertig ist, kommen wieder ungefähr 350 Leute dazu. Aber die werden sich dann, wie auch gesagt, hier schnell in die angrenzenden Fabriken und Arbeitsstätten eben sich dann verteilen. Und hier ist die Frage, wo ist der Bus bleibt, der die Arbeiter bringt? Wir hätten wieder 14 Leute an Bord. Dürfte aber eigentlich mehr sein. Ja, die Leute, die eben hier wohnen, haben hier ringsherum genug Arbeit und deswegen fehlen eben kaum Leute, die hier Kippen. Noch eine dritte Laufzeit zu kaufen, wie er es dann eben zur Grenze bringt. Ja, machen wir das nochmal. Nochmal eine dritte LWE EL2 und dann noch ein paar Güterwagen. Vier weitere. Die müssen wir abgeben. Was holt die jetzt ab? Einmal Fertigungsplatten. Aber wie viel passen? 21 Stück. Das reicht doch vorne und hinten nicht. Ach, was machen? Naja. Immerhin besser als nichts. Jetzt wird schon langsam wieder Herbst und dann kommt bald der Winter. Und dann kommt wieder der Schnee und dann wird alles wieder ein bisschen länger dauern. Das eine Stück Tischstraße kann weg. Nur reicht ungefähr bis hier. Das ist ja nicht so schlimm. Weil die Gebäude brauchen nicht unbedingt Strom. Gut, das Verteilungsbüro ist fertig, dann können wir unsere zwei Öltanker oder Öl-LKWs hier hinschicken. Der eine ist ja auf einer Linie unterwegs. Und dem sagen wir jetzt, dass er ebenfalls hier hinfahren soll. Die Linie wird dann jetzt eben aufgelöst und gelöscht. Dann geht die Linie weg und dann müsste der LKW dann auch hier sein. Sagen wir jetzt erstmal zu, dass er hier für die LKWs fehlen noch. Solange die passenden LKWs nicht vorhanden sind, können wir auch noch nicht sagen, was sie eben machen sollen.
Insel laden. Die Truhe muss ja hierhin transportiert werden. Sagen wir auf 100%, dass das Lager da immer schon voll ist. Dann suchen wir die einzelnen Tankstellen einmal raus. Hier oben war da wirklich auch noch irgendwo eine, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich gehe jetzt nur mal kurz einmal finden. Da ist sie. Tank, das hat der hier der Tank von der Tankstelle voll ist. Hier unten genau dasselbe. War hier noch eine zweite. Da war hier noch irgendwo eine. Einmal kurz mal hier auf die Liste gucken. Treibstoff. Treibstoff wird da benötigt. Hier haben wir die Treibstofftanks. Vielleicht können wir zum Anfang auch die einzelnen Betriebe oder Gebäude, die ebenfalls Treibstoff benötigen, auch mit Kraftstoff versorgen. Nur nicht eben auf 100%, sondern vielleicht gerade 30. Hier kommt dasselbe für die Feuerwehrwache, Polizei, Krankenhaus und Krankenhaus noch rein. Dann müssen wir jetzt eigentlich bis auf die Steinbrüche und das Holzfällerlager kann auch einmal Diesel bekommen. Haben wir auch schon 10 Ortschaften sozusagen hinzugefügt. Zum Verteilungsbüro könnte man auch mit Diesel versorgen, dann könnten wir auch diese Loks einsetzen. Ist nur die Frage, welche wir da verwenden sollten würden. Ob das jetzt welche aus dem Ostblock sind oder eben halt aus dem Westen. Mal kurz mal gucken, was sie da so Schönes haben. Da finden wir nach meinem Geschmack nicht wirklich was dabei. Naja, egal. Beim Sägewerk selber fehlt noch eine Ladung Ziegel und eine Ladung Holz für den jetzigen Bauabschnitt und dann fehlt noch einmal Holz und noch einmal Stahl in die Lieferflamme. Nur die Frage, für was das die Ziegel hier bestimmt sind. Einmal für die Brennerei und einmal für das Wasserkraftwerk hier unten. Da müssen wir ungefähr noch 6 Hindernisse fahren. Essen und Alkohol werden jetzt auch wieder abgeliefert. Sobald wir mit der eigenen Produktion starten können, wie gesagt, können wir dann das hier auch eben auf Hals runterschrauben oder gegebenenfalls sogar komplett einstellen. Wenn wir genug produzieren, können wir vielleicht sogar den Überschuss hier hinbringen und dann auch wieder zur Grenze bringen. Aber allerdings dann auch nur, wenn es sich auch wirklich lohnt. Wenn alles überhaupt auch wirklich 100%ig sichergestellt ist. Wasserkraftwerke hinsetzen. 1, 2,
Und da schließen wir dann sozusagen erstmal das eine Umspannbärchen, das sich hier an unserem Gewächshaus hier befindet. So, kann dann jetzt gebaut werden. Nur ebenfalls auch die Priorität auf hoch setzen, damit das eben halt auch schön schnell fertiggestellt wird. Damit dann auch hier die Tanks eben halt leer gepumpt werden können. Hier wird noch der restliche Stahl angeliefert. Und das hier wird, eine Ladung Kies abdecken. Hier kommen mehrere Leute hin, dass hier erstmal das hier sozusagen als erstes fertiggestellt wird. Das hier hat erstmal so eine kleine Nebenpriorität sozusagen. Nachdem wie das mit der Essenszufriedenheit und so alles ist. Besser als nichts. Der holt jetzt wieder Fertigungskarten wieder ab. Aber Holz oder Bauholz wurde noch nicht abgeholt sozusagen. Scheint jetzt wahrscheinlich dann ein bisschen in die Hose zu gehen mit dem Holzverkauf. Warum er dafür nur ein bisschen, nur einen Wagen mitnimmt? Ja, weil jetzt kann ich nur noch einen Wagen da. Darüber, naja. Egal. Ziegel, Essen, Fertigung. Naja, aber Essen wird eben halt am meisten benötigt, ne? Die Leute können satt werden. Und wollen eben halt nicht lange auch was essen worden, ne? Außer hier ist ja kein Riesen. Gut, 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 gut. Brauchen wir noch weitere Tankwagen? Zwei reichen wir aus. Öltanker, da haben wir. Nehmen wir noch ein paar große. Die müssen dann eigentlich auch noch ausreichen. Dann ist hier das Stück der Straße auch fertig. Dann machen wir hier zu der Haltestelle alles fertig. Wunderbar.
Fabrik. Auch 4-5 Lager mit LKW werden noch benötigt. Hier wird nur noch 1,5 benötigt. Aber das wird langsam. Wie sieht es hier oben aus? Mir fehlen nur noch die Arbeiter, die das fertigstellen. Dann ist das Teil der Leitung fertig, fehlt nur noch das große Stück. Und hier fehlen noch einmal die Ziegelsteine. Knapp 8000 hat dieser jetzige IVG gekostet. Ja, eine halbe Tonne für Diesel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist kacke. Aber was soll man da machen? Mal sehen, ob die zwei Arbeiter das heute hinkriegen. Noch müssen wir ein paar mehr. Ein weiteres kommt. Müssen die das eigentlich hinkriegen? Die Hälfte haben sie schon.
unserer Hauptstadt schön zu verteilen. Ne? Hier ist alles besetzt. Voll, voll, voll. Voll, voll, voll. Das ist das einzige Haus, das momentan wieder steht. Das ist total. Hier ist voll, 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 sehr schön. Und wir können Sportangebot nutzen, obwohl die nicht vorhanden ist. Wird sich im Laufe der Zeit ein bisschen abbauen. Ein neues Fahrzeug ist zur Verfügung, irgendwie so ein Transporthelikopter oder irgendwie was, keine Ahnung. Stall geholt, Kleidung und wieder. Ja. Nicht so wirklich das, was ich leider erhoffe.
3.000-4.000 von Frauen. Kann ich gut möglich sein. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Hoffe, wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder. Bis denn und tschüss.